Shalom meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ich begrüße euch alle und Querdenker, Nicht-Querdenker, Links-, Rechtsradikale, Linksradikale, alle sind willkommen bei mir in diesem Video und auch in anderen Videos, aber vor allem in diesem Video. Das Thema heißt, wie links bin ich eigentlich? Ne? Das hat, die Überschrift sagt doch schon alles und da gehen wir mal auf den Wahlautomaten ein und ja, unabhängig davon, welches Programm man gelesen hat, machen wir doch mal diese 40 Fragen und ja, schauen, was dabei rauskommt und wie ich die Dinge so sehe. Und wie immer wird das ein sehr kritisches Video für viele sein und deswegen glaube ich, wird das auch nicht so berühmt werden. Ich werde es auch über Facebook jetzt auch verteilen und so ein bisschen Werbung machen, weil YouTube auch Pay-to-Win macht leider. Aber das kriegen wir ein bisschen noch erkältet. Ja, okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde mal sagen, wir starten mal los. Eine halbe Stunde würde ich mal sagen, schaffen wir das. Und heute ist ein sehr schönes Wetter, heute haben wir den 6.4. einen wunderbaren Samstag, 22 Grad angeblich überall. Naja, das ist immer so eine Sache, ob das auch stimmt. Bei mir sind es 22. Wer weiß, was, wie es bei euch ist. Vielleicht ist es kühler. Okay, legen wir mal los, ne? So schnell wie möglich. Weil es gibt ja nicht, die Welt ist nicht so geduldig wie ich. Ne? So, Start. Ja, also ich bin dem neutral, ich halte nichts davon, wenn man eine Regel jetzt macht früher und andererseits wiederum dann wieder sie ändert. Ich finde, man sollte das schon regulieren, aber gleichzeitig bin ich der Ansicht, dass da es gewisse Straßen geben sollte für die schnellen Autos. Und ich meine, wozu hat man die schnellen Autos? Weil dann brauchen wir gar keine schnellen Autos. Also ich gehe nach mathematischer Logik auch, ne? Und wenn ich eins zu eins zusammenzähle und ein Ferrari wurde hergestellt, das ist ja viel zu schön, sein Auto einfach in der Garage stehen zu lassen. Also entweder es gibt eine Autobahn zum Befahren von der Autobahn, ja, und die Straße halt, oder es gibt halt nicht für den Ferrari. Und wenn es das halt für den Ferrari nicht gibt, dann brauchen wir halt keine Ferraris mehr zum Bauen. Da bin ich der Frage neutral. So, Erhöhung der Verteidigungsausgaben. Deutschland soll eine Verteidigungsausgaben erhöhen, also klar. Die Verteidigung ist super, super wichtig. Ich bin immer pro eingestellt, da stimme ich dir definitiv zu und sag, das ist sau wichtig. Gerade in Deutschland ist die Mitte, Zentralmitte der Europa und hat schon immer die europäischen Länder gestärkt und Deutschland kann nicht verurteilt werden für seine Vergangenheit. Von früher in den Zeiten von 1933 bis 1945, Deutschland hat viel mehr zu bieten, Deutschland, ich bin kein Deutscher und ich muss sagen, trotzdem wird, was ich von Deutschland hier gelernt habe und immer lernen tue von den Deutschen und immer wieder Aha-Effekte bekomme, dass trotz dieser vielen Fehler, die auch in Deutschland passiert und heute noch viele Sachen aufgearbeitet werden müssen, muss man sagen, muss Deutschland zu seiner Stärke wiederfinden, zumindest vor 1933, also mehr so in den Zeiten 1900, 1800, 1700 und man muss Deutschland, weil das ein sehr wichtiges Land ist, in Zentraleuropa auf jeden Fall da die Möglichkeit geben, sich wieder aufzubauen. Und natürlich muss Deutschland wieder selbst für sich stehen und nicht nur allein NATO, denn Partner, die verbündet sind, alles gut und schön, aber die können auch krank werden, ne, die Partner. Ich spreche das krank in Anführungszeichen auf, dass man weiß, was ich meine. Und dann kann der Partner nicht mehr gesund gepflegt werden und dann kann es passieren, dass eben diejenigen nicht mehr auf die verlassen sind. Ne? Und nicht jeder hält immer sehr gerne sein Wort. Und die Deutschen, egal wie die sind, die halten sehr oft ihr Wort. So. Bei Bundestagswahlen sollen auch Jugendliche ab 16 Jahren wählen dürfen. Ja, ich stimme dem deswegen zu, aus einem einfachen Aspekt, weil ich der Meinung bin und auch der Auffassung, dass die Jugend immer überschätzt wird und auch ich schon über 40 in der älteren Generation
aufgewachsen, eher mit der Generation X, also mehr sagen alle, die 1975 geboren sind, 1980, ich gehöre nicht zu dieser Generation Y, sondern ich bin mehr Generation X. Dafür haben meine Eltern gesorgt, dass ich nur die Generation X bin. Und daher bin ich so Generation X. Und dennoch bin ich der Auffassung, dass die Jugend in den Schulen aufgeklärt werden sollte, neutral so möglich wie möglich. Das System darf nicht zu links sein, aber auch nicht zu rechts sein. Es soll einen Middle Ground haben und da stimme ich auf jeden Fall dazu, dass die Jugendlichen ab 16 Jahren wählen dürfen. Sie sollten auch eine Stimme haben und wir sind abhängig von den jungen Leuten auch, sehr abhängig, auch wenn die Leute das nicht so sehen wie ich, weil die jungen Leute sind, ob wir das wahrhaben oder nicht, die Zukunft und wir müssen die Zukunft mit den jungen Menschen gestalten. Ja, auch wenn mich jetzt viele wieder ältere Leute wieder haten werden und auch einige junge Menschen mich auch hassen sollten, ich habe auch sehr viele Hater, ich knick nicht so ein wie der, Drachenlord? Drachenlord, ja. Dafür bin ich zu krass drauf. So. So, die nächste Frage. Die Förderung von Windenergie soll beendet werden. Die Windenergie sollte eigentlich Alternative sein. Das Problem ist, die Windenergie hat ja immer nur Wind. Und wenn der Wind nicht da ist, dann was dann? Und da war halt meine Idee früher bei der Schulung. Ich war mal für eine Promotion für eine Windenergie und gesunden Strom. Und das bin ich immer noch. Nur habe ich gesagt, warum kann man nicht dann den Windrädern Solarenergie anbauen? Und meinte der Typ in der Schulung bei mir, also auf der Schulung, ja, sie haben sich das vorgestellt, sie sind ja 500 Jahre weiter vom Denken her. Ja, was kann ich dafür, wenn ich so weit denke? Ja, natürlich würde es möglich gehen, das wäre halt teuer, aber wenn wir jetzt nicht in eine schonende Strom- und schonende Energiegewinnung gewinnen, wann dann? In 100 Jahren, in 1000 Jahren, in 5 Trillionen Jahren überspitzt gesagt? Wann dann? Wann ist es die Zeitpunkt? Wenn wir jetzt nicht anfangen, für die nächste Generation, die junge Generation, gerade die Generation Z, die Generation Alpha und auch die Generation, die gerade geboren wird, wenn wir jetzt nicht die Schienen festlegen, eine Grundlage festlegen, dann werden wir es nie schaffen. Weil warum sollten die ältere, warum sollten die später, die älter werden, also die Y-Generation, die Z-Generation, warum, aber gerade die Z-Generation bin ich der Auffassung und auch die Alpha-Generation, warum sollten die das anders machen, wenn die keine Beispiele haben? Wir von der X- und Y-Generation, aber auch die kommende Generation braucht Beispiele. Ja? Und diese Beispiele muss von uns kommen. Wir müssen anfangen, umzudenken, okay? Wir können nicht immer Heil Hitler, Heil Satan sagen. Das geht nicht. Das ist vorbei. Die Natur ist wichtig. Wir brauchen die Natur. Die Natur braucht uns nicht, sondern wir brauchen die Erde und die Natur. Ne? Also von daher ist es wichtig, dass wir da auf jeden Fall das nicht beenden. Und daher stimme ich nicht zu. So. Kommen wir zur nächsten Frage. Die Möglichkeiten der Vermieterinnen und Vermieter, Wohnungsmieten zu erhöhen, sollen gesetzlich stärker begrenzt werden. Da muss ich dazu sagen, dass es immer auch wiederum eine neutrale Definition für mich wäre. Weil erstens kann ich mir sehr gut vorstellen, als Vermieter zu sein. Vielleicht da, weil ich halt sehr viel in dem Bereich mal gearbeitet habe. Ich war ja im Immobilienbereich kurze Zeit tätig. Man wollte mich auch übernehmen, aber ich habe da immer diese Mitte, ich bin so ein halb Jedi, halb Sith, ne? So halb, ne? Ich bin nur so neutral und man übernimmt halt keinen, der neutral ist. Ich bin aber der halt mit der Vernunft gehe ich, dass der Vermieter berechtigt ist, die Miete zu erhöhen, wenn es ein Mensch ist, der fair ist, in Ordnung ist. Und ich habe einen Vermieter gehabt, der richtig cooler Typ war, der war richtig geil drauf. Der war sowas von in Ordnung. Der hat bei der Überschwemmung sehr reagiert, sofort alles bezahlt, sofort, ihr seid unschuldig und so. Und es gibt Sachen wirklich, wo man unschuldig ist, okay? Wenn man unschuldig ist, wenn man alles richtig gemacht hat, da sollte man sofort ohne Wenn und Aber Hilfe bekommen. Das haben wir nicht gesehen bei vielen Leuten. Es gibt die Überschwemmungsopfer, da wo es zu viel geregnet hat. Ich müsste nochmal nachschauen, welche Gebiete das ganz genau waren, aber ich rede im Allgemeinen, mich nicht auf Gebiete festzulegen, rede ich im Allgemeinen um die Überschwemmungsopfer.
die wir immer die jedes Jahr haben. Und da wurde ja auch sich geweigert, ihnen sofort zu helfen von der Regierung, aber auch viel, wenige Leute haben so diese Empathie gehabt. Und da ist es halt immer, dass da muss die Möglichkeit bestehen, den Mieter zu stärken. Aber gleichzeitig auch, der Vermieter darf nicht vernachlässigt werden. Ne? Also wenn der Vermieter vor allem in Ordnung ist. Wenn der Vermieter natürlich nicht in Ordnung ist, wenn er ein richtiger Arsch ist, ne? Oder wie Elon Musk sagt, go fuck yourself, ne? Dann sollte natürlich da auch die Entscheidung vom Gericht kommen, dass das Gericht sagt, nee, das sind eure Schranken, da bis hierhin und nicht weiter. Und auch natürlich, wenn der Mieter nicht in Ordnung ist, gibt es ja auch, ne, dass man sagt, jeder Mieter das und das muss da einhalten und dann ist es okay. Von daher, hier bin ich da neutral. Ja, kommen wir zum Impfstoff gegen Covid-19, sollen weiterhin durch Patente geschützt sein. Patente, das stehe ich auch neutral, ist immer so eine Sache. Ja, kann man das missbrauchen? Auf der linken Seite könnte man das missbrauchen, auf der rechten Seite könnte man es nicht missbrauchen. Also da gibt es immer halt, da bin ich unstimmig, da müssten wir das besser ausarbeiten und wie das in Zukunft mit den Patenten ist und welche Vorteile es natürlich hat, wenn etwas patentiert ist, wissen wir meistens, dass die Dinger dann ordnungsgemäß gemacht werden, aber gleichzeitig wissen wir nicht, von wem das Patent ist oder wer sind die Strippenzieher, weil mittlerweile auch durch Corona-Politik hat sich ja alles rausgestellt, vieles leider nicht im Positiven gegangen ist. Und selbst Lauterbach hat gesagt, dass da sehr viele Fehler gemacht wurden. Um diese Fehler zu vermeiden, müssen wir ein Gremium schaffen, was die Neutralität wirklich bewahren tut. Und das wird nicht einfach sein, aber da müssen wir dran arbeiten, daher bin ich neutral. Ja, die Frage ist sehr gut. Der für das Jahr 2038 geplante Ausstieg aus der Kohlenverstromung soll vorgezogen werden. Definitiv neutral, weil wir andererseits auf der linken Seite stimme ich zu, dass das so ist. Andererseits wiederum sage ich auf der rechten Seite stimme ich nicht zu, weil wir noch die Energie nicht haben. Und das ist bis heute haben wir noch keine Energie, die wirklich zu 100% effektiv Zurückgewinnung macht. Also die wirklich sauber ist. Und bevor man irgendwo zu eilig abhaut, muss man erstmal sagen, schauen wir, wie weit wir kommen, schauen wir, wie weit wir kommen, wie schnell wir die Energiegewinnung gestalten können, die positive Energiegewinnung, das ist, wer nicht weiß, was es ist, positive Energiegewinnung ist ohne negative Merkmale und da müssen wir halt schauen, wie weit kommen wir und können wir den Plan für 2038 so gestalten in dieser Form. Wenn ja, dann auf jeden Fall muss diese negative Energie, diese Kohlenverstromung auf jeden Fall weg. Und muss man aussteigen, weil es geht nicht, dass wir da einfach noch so veraltete Energiegewinnung machen. Ich meine, klar, die war halt da, die Menschen entwickeln sich aber weiter und da müssen wir auf jeden Fall zu der positiven Energiegewinnung. Das Ziel ist, mit Liebe und Verstand, sehr viel Liebe, und nicht sexuelle Liebe, wie die Leute mir denken, sondern wirklich viel Liebe mit reinem Herzen, reiner Seele zu der positiven Tee zu kommen. Und da bin ich halt noch neutral, da müssen wir halt schauen, wie halt eben das sich in der Zukunft ergibt. Ja. Ja, dann kommen wir zur nächsten Frage. Alle Erwerbstätigen sollen in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert sein müssen. Ja, das ist auch wiederum so eine Sache. Die private Versicherung, die hat viele Vorteile und man wird natürlich besser behandelt. Geschäftsleute müssen gewisse Sachen haben, die in der gesetzlichen nicht ist. Aber da bin ich auch dafür, dass wir am Anfang wirklich alle erwerbstätigen Leute
erstmal in die gesetzliche Rentenversicherung mit reinmachen, weil man weiß nicht, wie das Geschäftsjahr ist. Man weiß nicht, ob der pleite geht und so. Da gibt es viele auch Sachen, die man berücksichtigen muss. Von daher auf jeden Fall stimme ich dem zu. Andererseits würde ich eine Option zusätzlich lassen, dass man noch für die gesetzliche mit zusätzlich stehen lassen, dass man sagt, die gesetzliche hat drei, wie bei Netflix, Modelle, wo man sagen kann, das ist das kleinste Modell, wenn du dich dafür entscheidest, hast du das und das mit abgedeckt, das ist das mittlere Modell und das ist das Premium-Modell. Ich finde, das wäre sehr vernünftig, weil wir momentan in einer Lage sind, wo es einfach die gesetzlichen Krankenkassen selber belastet sind und das wird auch immer wieder gesagt. Und da müssen wir auf die gesetzlichen Krankenkassen zugehen, Lösungsvorschläge ihnen erlauben, diese Modelloptionen, die auch schon öfters, manchmal, wenn man das mithört oder wenn man sich intern so wie ich schlau macht drüber, angesprochen wird, das ist nichts Neues mit den Modellen, mit dieser Modelloption. Und da sollte man sagen, ja, okay, warum nicht das anbieten? Warum muss es eine private sein, die diese Möglichkeiten anbietet? Von daher, da wäre eine Zusammenarbeit auch beziehungsweise eine Änderung in dieser Hinsicht da sehr gut und eine Zusammenarbeit mit den privaten gesetzlichen privaten enger zusammenarbeiten wäre auch vom Vorteil. Von daher sage ich erstmal, das muss ausgearbeitet werden und da bleibe ich erstmal auf neutral. Ja, so zur nächsten Frage. Abschaffung des Familiennachzugs. Das Recht anerkannte Flüchtlinge auf Familiennachzug soll abgeschafft werden. Weil ich selber ein Flüchtling bin, muss ich sagen, stimme ich auch nicht dem zu. Aber ich stimme auch nicht dafür. Ich bleibe da neutral aus dem Aspekt, dass da muss man definieren wiederum, wie ist es zu auffassen, was ist im Endeffekt Familiennachzug machbar? Ist der eine ein Motherfucker-Kind, sag ich es mal überspitzt, jetzt knallhart, damit man es versteht, ist er mit einer Kettensäge da drüben geboren und das so pure Böse. Wenn das pure Böse ist, wäre es natürlich vom Nachteil, jemand mitzunehmen, der keiner von den Guten ist. Wir wollen ja keine Sith, wir wollen Jedis. Hauptsächlich in unserer Welt, in unserer Gesellschaft. Ich glaube, da stimmen mir viele jetzt zu, außer die Luziferianer, die werden das immer anders sehen. Aber ich denke, alle, die Hashem dienen und dem Guten dienen und dem nicht nur Liberty, sondern wirklich der Liebe zu Gott, würden mir zustimmen. Auch die Atheisten, weil die haben die Liebe zur Wissenschaft, dass es positiv wäre, wenn man erstmal die Nachzüger nachlässt, die wirklich keine Verbrecher sind in dem Sinne, sondern wirklich sehr positive Menschen und viel Liebe in sich tragen. Da ist man auf der sicheren Seite und da kann man nichts falsch machen. Von daher bleibe ich da neutral, aber man müsste das ausarbeiten und warum nicht, wenn es Leute sind, die ihre Familien dort haben, gerade jetzt zum Urteil, gerade wie jetzt Ukraine und Putin und dass es da ganz klar ist, dass es ein Kriegsverbrechen ist, was Putin gemacht hat, Wladimir Putin, und dass man Ukraine helfen muss, unterstützen muss, aber auch hier, auch anderen Ländern, auch in anderen Regionen, wenn sowas passiert, sollte man auf jeden Fall supporten und da muss man halt noch viel daran arbeiten, man muss die Debatte der Nachzügler, gerade der Flüchtlinge, ausarbeiten und es besser definieren, dann wäre ich auch gewillt, eine Stimme zu machen. Kommen wir zur nächsten Frage, und zwar ist eine sehr schöne Frage: Auf den Umsatz, der in Deutschland mit digitalen Dienstleistungen erzielt wird, soll eine nationale Steuer erhoben werden? Ich bin auf jeden Fall dafür. Dennoch sollten wir definieren, wie in was versteuert werden sollte, in welchem prozentual, wie viel. Und das sollte man auf jeden Fall noch ausarbeiten, weil mir das schon wichtig ist, dass man sagt, ja, mit dem Umsatz, was du digital machst, kannst du ja für die Gesellschaft was tun. Deutschland ist ein Sozialstaat und nicht nur in Deutschland ist Sozialstaat, auch in Schweiz, Österreich und vielen anderen europäischen Ländern. Und manche sind weiter mit dieser Thematik, manche sind halt nicht so weit. Deutschland ist halt eben nicht so weit, weil Deutschland eben sehr spät Nachzüger ist. Dennoch muss man da darüber nachdenken, dass man mit Steuern letztendlich die soziale Gesellschaft erhalten bleiben lassen kann und viele positive Aspekte
machen kann durch Steuern. Es ist einfach so, dass Steuern gab es schon immer, schon im Römischen Reich und auch davor, beziehungsweise nicht so jetzt vom Konzept wie heute, aber man sagt, im Römischen Reich war das schon ziemlich modern, sagen einige, ne, Historiker. Ich sehe das jetzt ein bisschen anders, ne, dass die Steuern erst so mit der Zeit Moderne sich richtig krass ausgearbeitet haben, was wir heute alles haben für Steuern und für Verwaltungen, Behörden, die das alles verwalten. Ich glaube, dass es damals das vor 2000 Jahren in diesem Kontext, wie es heute ist, nicht gab. Ja, auf jeden Fall stimme ich dem zu. Von daher würde ich mal sagen, jo. Also die traditionelle Familie, das ist immer so eine Sache, die ist ja sehr wichtig, die ist ja Biologie, das ist ja die Natur, auf das System aufgebaut ist. Aber es gibt auch meiner Meinung nach Ausarbeitungen zu den Familien, die nicht traditionell sind. Ja? Frau, Frau, Mann, Mann, da bin ich noch immer noch der Hinsicht, das sind ja Menschen in erster Linie. Die wollen ja auch Kinder haben. Und es ist ja wissenschaftlich nicht bewiesen worden, laut meiner Studien, die ich kenne, dass das jetzt schlecht abfärben tut. Müsste man mal diskutieren, müsste man debattieren, müsste man Studien anlegen und auf Nenner sich finden. Aber ich denke, es ist vernünftig, wenn zum Beispiel auch da auch Support gemacht wird für homosexuelle Paare, die eben ein Kind von der Mülltonne nehmen. Es gibt sehr viele, die das wirklich machen und das erziehen. Ne? Und da werden die gar nicht dafür gestärkt. Das heißt, die haben ein sehr schweres Leben, obwohl sie da jemand das Leben retten. Und nur weil sie halt nicht traditionell sind, in Anführungszeichen. Ne? Und ja, klar, die traditionelle Familie, Vater, Mutter, ist sehr, sehr wichtig. Das ist ganz klar. Aber wir sollten nicht vergessen, auch die anderen. Wir leben nun mal in einer Gesellschaft mit anders Leuten, ne? Und dazwischen und draußen. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo eben wir in den westlichen Dingen mittlerweile vieles anerkannt wurde, Gesetze gemacht wurden und da wieder zurück zu rudern, würde man sich selbst ins Bein pissen. Ja, und da sollte man da auch sagen, ja, die da Familie hat, stärken und die soll auf jeden Fall gefördert werden, aber auch das andere soll nicht vernachlässigt werden. Ich stimme aber erstmal dem zu mit dieser einen Option, die ich erwähnt habe. Spenden von Unternehmen an Parteien sollen weiterhin erlaubt sein. Da ist immer so eine Sache mit den Spenden von Unternehmen, weil Unternehmen können eine Partei dadurch sehr stark manipulieren. Und es kann aber auch wiederum sein, dass es Leute gibt, die mit Spenden auch was Gutes bezwecken können. Das ist halt sehr schwierig, da jetzt zu sagen, so ja, das soll nicht so sein oder ja, das soll so sein, weil Menschen kann man nicht in einen Topf kehren. Es gibt gute Menschen und schlechte Menschen. Und es gibt sehr viele gute Unternehmen, die wirklich tolle Projekte haben und dann eben durch Spenden, gerade durch Spenden, es ist ja eine freiwillige Sache, das darf man auch nicht vergessen, man jemanden supporten kann. Und gerade Parteien an sich vom Staat ist so eine Sache, wenn die nur vom Staat gefördert werden, können gewisse anderen Sachen nicht umgesetzt werden, weil der Staat hat nicht unendlich Mittel. Gerade durch Spenden kann man eine Partei fördern, man kann gewisse Programme ausbauen. Wenn ein Unternehmen überzeugt ist, zum Beispiel für gesunde Energie, positive Energie, dann kann das Unternehmen diese Partei stärken, indem es das Programm der Partei sagt, hier, wir sind auch auf deren Seite. Oder zum Beispiel, wenn ein Unternehmen jetzt für Kinder ab 16 zu wahlen ist, dann könnte man sagen, ja, dass bei uns Jugendliche Azubis viel mehr Verantwortung bekommen und nicht nur der dumme Stift sind. Also durch solche Beispiele hat man auch ein gewisses Fundament und Stärkung. Von daher bin ich da nicht dafür, aber neutral, und da muss halt ausgebaut werden, dass es das halt nicht, dass das eine nicht das andere obwiegen tut, ne? Dass das ein bisschen so wie eine Waage ist, wie die Justiz ja selbst, und dass man da halt ein Gleichgewicht daran findet, ne? Deswegen ausarbeiten, neutral.
Studentinnen und Studenten sollen BAföG unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern erhalten. Ja, auf jeden Fall. Ob die Eltern reich sind oder nicht, nur weil die Eltern reich sind, heißt es das nicht, dass sie einen fördern. Und wenn ja, dann ist es immer unter eine Bedingung gestellt. Und ich bin mir sicher, ich habe es selber Studenten und Studenten durch Promotion viele kennengelernt, auch viele Reiche, die nicht auf deren Seite ihren Eltern waren, die ihr eigenes Ding machen wollten und immer abhängig waren von ihren Eltern, wie Sklaven, und haben mir auch wirklich ihre Sorgen erzählt. Zum Beispiel habe ich eine Studentin kennengelernt, die war Hotesse und die hat halt eben ganz anderen Weg einschlagen wollen, aber hat dann natürlich war abhängig von ihren Eltern und konnte das gar nicht machen. Und dann hat sie irgendwann gesagt, ich habe keinen Bock mehr, weil ich will diesen Weg nicht gehen, und hat dann angefangen, ihren Weg zu studieren, hat Promotion gemacht, ne? Und dementsprechend ihren eigenen Weg gehen können. Aber natürlich, BAföG hat sie nicht bekommen, weil ihre Eltern halt reich waren. Und das war schon ein bisschen so hart, ne? Man denkt, ey, jetzt musst du halt eben Promotion machen, ne? Und Promotion ist ein harter Job, ist nicht so, wie die Leute denken, easy peasy queasy. Und von daher sollte man auf jeden Fall machen, dass es unabhängig vom Einkommen der Eltern ist. Das würde auch zugute kommen, weil man das auch leichter hätte, das BAföG zu bekommen. Unsere Studenten und Studentinnen sind sehr wichtig, sind sehr wichtige Menschen, mehr als den Leuten überhaupt klar ist, und daher stimme ich dem zu. Doppelte Staatsbürgerschaft. In Deutschland soll es generell möglich sein, neben der deutschen und eine zweite Staatsbürgerschaft zu haben. Auf jeden Fall, definitiv, sehr, sehr wichtig. Ich bin in Polen geboren und ich werde immer ein Teil von mir polnisch sein. Meine Mutter ist in Polen geboren und hat diesen Teil und hat beide Staatsbürgerschaften, und ich werde auch vielleicht demnächst, wenn bei mir das so, wie ich mir vorgestellt habe, wenn ich mehr Abonnenten bekommen würde und mehr mir, wenn es Leute geben würde, die mich fördern würden und spenden würden, machen, dann würde ich sogar Videos machen, Live-Videos in Polen. Ich würde nach Polen fahren, polnische Videos auch machen. Das würde ich so gerne machen, weil ich vermisse Polen. Ich bin da geboren, ich bin zum Teil da nur aufgewachsen, zum Teil. Aber ich war sehr oft in Polen, wenn ich noch ein Kind war und Polen meine Oma und meinen Opa besucht habe und so meine Verwandten. Und ich liebe die polnische Art einfach. In Polen sagt man, na, ty wiesz, chyba tak, chyba nie, może być, może nie być, no. Da bin ich auf jeden Fall dafür, dass es eine zweite Staatsbürgerschaft geben soll. Lange Rede, kurzer Sinn, und daher habe ich damit, stimme ich zu, abgestimmt. Kommen wir zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt ist, Bundesbehörden sollen in ihren Veröffentlichungen unterschiedliche Geschlechtsidentitäten sprachlich berücksichtigen. Und ich habe schon immer gesagt, dass es Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen gibt. Schon als Kind habe ich immer gesagt, Leserinnen und Leser oder Lehrerinnen und Lehrer. Und das ist vernünftig und zeigt auch, zollt Respekt gegenüber unseren Mitmenschen, weiblichen Mitmenschen, so männlichen. Und ja, das sollte schon ausgearbeitet werden. Das bedeutet im Endeffekt, diese Gender-Debatte ist ganz klar. Es gibt halt die Leute, die das immer verdrehen wollen und die auch meine Kommentare canceln. Ich habe mit meinen Typen mal eine Anfrage gemacht, ob der Bock hat, ein Interview zu führen. Das ist so einer von den Konservativen, oder ich bin da nicht so ganz konservativ, habe ich gemerkt. Mal schauen, was der sagt. Auf jeden Fall, der hat mir selbst gezeigt, dass, wenn man mit den Linken, Linksextremen spricht, dann werden die Kommentare von denen immer gekürzt. Und deswegen sage ich, es gibt für mich halt schon diese Sache, wo ich sage, ja, man sollte sich Mühe geben, und das unterscheiden zu können. Eine Leserin ist eine Leserin, das ist eine Frau oder halt ein Madel, und ein Leser ist halt ein Mann oder ein Jung oder Bubele. Aber jetzt so dieses mit Sternchen und sonstigen Bullshit, das brauchen wir nicht. Von daher muss ich auch hier sagen,
Ja, wenn es ausgearbeitet wird, so wie ich es betont habe, dann schon. Ansonsten bin ich da neutral. Kommen wir zum Thema Nord Stream 2. Das ist ja nicht mehr aktuell, das ist ja von 2021 der Wahlomat. Aber damals hätte ich natürlich ja gestimmt, weil es das in die Luft gesprengt wurde, glaube ich. Also es wurde gesprengt. Kann man ja sagen, gibt es das nicht mehr, aber damals hatte ich mit Ja zugestimmt. Und daher mache ich es kurz und bündig, stimme ich mit zu. Mit Ja. So, dann haben wir noch den Solidaritätszuschlag, soll vollständig abgeschafft werden. Was ist das? Das ist im Endeffekt, damals waren die Bundesländer ja getrennt. Die neuen Bundesländer kamen dazu. Und damit die sich, weil die haben sich verschuldet im Kommunismus, damit das ausgeglichen wird, hilft man und hat den Solidaritätszuschlag 1991, glaube ich, eingeführt. Und ich finde, das ist schon ziemlich lange zwar her, aber ich bin immer noch, wenn ich unterwegs bin in verschiedenen Gebieten, bin ich immer noch der Auffassung, diesen Solidaritätszuschlag, den könnte man umwandeln. Ihn abzuschaffen, würde ich nicht zustimmen, sondern ihn umzuwandeln, dass man da sagt, hey, wir haben ja momentan Gelder, die uns fehlen für die Flutopfer oder auch für die Kitas, ne? Dass man da sagt, okay, wir wandeln den um und machen daraus dementsprechend von diesen 5,5% Investitionen in die also Caritas, Kitas und in die Flutopfer, dass man von vornherein, wo man eigentlich noch so Reservegeld hat für diesen jeweiligen Bereich, wo man vorher sich nicht so stark eingesetzt hat. Und da bin ich dafür, dass man das dementsprechend umwandelt. Von daher stimme ich weder zu, noch stimme ich nicht zu, sondern es muss ausgearbeitet werden. Und eine Umwandlung wäre natürlich ideal. Und jeder würde davon profitieren. Nicht nur die neuen Bundesländer, sondern es müsste auf die ganze Ebene gemacht werden. Also, dass alle Bundesländer da Geld reinzahlen und dass alle davon profitieren. So, kommen wir zum Thema Kopftuch im Dienst. Die Frage ist ja, das Tragen eines Kopftuchs soll Beamtinnen im Dienst generell erlaubt sein. Und da muss ich sagen, obwohl ich ein Jude bin und bei uns im orthodoxen Judentum sind Frauen auch mit Kopftüchern, aber trotzdem muss ich sagen, es ist ja so eine Sache. Ne? Das ist ja, wir leben ja im Westen, okay? Und Westen sind westliche Werte. Und egal, wo wir hingehen, wenn wir jetzt nach Türkei gehen, haben wir die östlichen Werte. Und nach Israel gehen haben wir auch viele, gibt es auch moderne Werte und dann gibt es auch mehr die orthodoxen. Das könnte man so weiterspinnen. Ich will damit einfach ein Beispiel abschließen. Lange Rede, kurzer Sinn Beispiel. Wir müssen da, wo wir hinkommen, uns anpassen an die Werte der jeweiligen Bevölkerung oder der jeweiligen des Landes, eher gesagt. Und da ist kein Platz für ein Kopftuch. Das ist nun mal so. Deutschland ist halt ein Atheistenland. War für mich auch schwer, weil als Jude hast du es auch nicht einfach. Weil wir sind ja sehr stark Atheisten und die hassen Religion wie die Pest, okay? Aber naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir Juden werden nur nicht gehasst, oder offen gehasst. Also ich habe diesen offenen Hass nicht so immer so stark erfahren. Okay, eigentlich schon, aber nicht so hardcore. Ne? Und trotzdem, die meisten sind da eigentlich da in Ordnung. Und ja, lange Rede, kurz Sinn. Ich stimme dem nicht zu. Also das Tragen des Kopftuchs soll sage ich nein, definitiv nicht. Da muss irgendwo auch. Weil es ist umgekehrt auch nicht anders. Ne? Wenn es nach Türkei geht, dann gibt es auch Regeln und dann muss sich der dort leben will, der aus dem Westen kommt, auch anpassen und gibt es auch keine Extrawurst. Verbrennungsmotor. Die Zulassung von neuen Autos mit Verbrennungsmotor soll auch langfristig möglich sein. Ja. Das ist so eine Sache. Wir wollen ja daran arbeiten, ökologisch alles zu gestalten. Also müssen wir erstmal schauen, wie weit sind wir. Das heißt,
wie weit ist die Technik, wie stabil ist die Technik, und wenn das möglich ist, dass wir sagen, wir können ein Auto bauen, ohne dass es in die Luft geht, mit Wasserstoff oder mit Elektro ohne hohe Stromkosten, dann würde ich sagen, dass wir das auf jeden Fall mit nicht stimme nicht so, und dass dann da an dem Weg ist für die Ökologie. Aber solange das nicht der Fall ist, muss ich sagen, bin ich neutral, und da müssen wir schauen, wie man was man so alles da vorbringen kann, Ideen und wie das Ganze jetzt momentan aktuell Stand ist. Ich meine, der Wahlautomat ist ja 2021, vielleicht hat sich in 3 Jahren was verändert, da müsste man halt nachschauen. Schulpolitik. Der Bund soll mehr Zuständigkeiten in der Schulpolitik erhalten. Ja, auf jeden Fall. Definitiv, weil es ganz klar ist, die einzelnen Länder kriegen es irgendwie nicht gebacken seit tausenden von Jahren, überspitzt gesagt. Und von daher brauchen wir nicht viel zu reden. Die Schulen sind fürchterlich, sehen sie aus in Nürnberg, gerade in den Hauptschulen, in den Gesamtschulen, aber auch in den Realschulen. Es ist ein Chaos und es geht so weit und nicht. Und nicht nur in Bayern, auch in anderen Bundesländern. Von daher muss da was getan werden. Antisemitismus. Antisemitismus. Wahnsinn. Nach 1000 Jahren, endlich. Ja? So, der Bund soll Projekte zur Bekämpfung des Antisemitismus stärker finanziell unterstützen. Und da sage ich, nein, der Bund soll das nicht, sondern das soll eine Gemeinschaft, ein Gremium gemacht werden von der Bevölkerung selber. In jedem Bundesland soll ein Gremium gemacht werden, und das Gremium dementsprechend soll mit dem Bund zusammenarbeiten, und das Gremium soll aus Juden, aus Nichtjuden, aus Atheisten, Kilimisten, Gugimisten und alles bestehen, damit da eine Einheit ist, ne, damit auch wirklich auch da das Thema auch mehr Fläche bekommt, aber nicht nur in eine Richtung. Ne? Deswegen, da bräuchte man mehrere Leute, müsste man das ausarbeiten. Von daher, so wie das jetzt komplett man vorhat, stimme ich deswegen nicht zu, weil ich gemerkt habe leider, dass da einfach Leute sind, die zu extrem mit dem Begriff umgehen und zu extrem auch handeln. Für mich als Jude ist es in Ordnung, mir ist das halt oft passiert damals, wo ich mit meiner Kippa unterwegs noch war, dass mich eine Christin angespuckt hat oder Gaskammer, Hurensohn stirbt, immer der Facker, Judenschweinchen dick, ne? Es ist die Meinung von der Frau gewesen, wenn sie mich anspuckt und ich gerade noch so ausweichen konnte, dann ist das aber für mich schon antisemitisch gewesen. Aber ich bin ich habe ein sehr dickes Fell, und es ist nur wenigstens ehrlich gewesen von ihr als von Leuten, die kleine Nazis sind, und das habe ich in Schulen begegnet, wo kleine Nazis ihre Antisemitismus versteckt haben und legitimiert wurde. Und das ist eher zu bekämpfen als jemand, der direkt mich anspuckt und sagt zu mir, du scheiß Jude, weil da kann ich immer mit der Person reden, weil ich weiß, die hat was direkt. Da habe ich eine Grundlage, mit einer Person ein Gespräch zu führen. Aber bei dem, der ein Luzifianer ist und hinterm Rücken alles macht, das sind die Schlimmsten sowieso, habe ich keine Grundlage. Und da ist mir auch oft das passiert, dass Leute haben wirklich von oben herab gesagt, ey, du kleiner Judenschweinchen, du kleiner Wichser, ne? Und das haben sie auf eine Art ausgedrückt und sich verhalten, da wo mein Bruder gesagt hat, Andi, die haben was gegen uns, definitiv. Und wenn sie könnten, würden sie uns vergasen, ne? Und ich und mein Bruder haben das Gespür dank unserer NATO-Erfahrung und wissen ganz genau, ob das so ist oder nicht. Und ja, dass sich da viele Schulen auch nicht einsetzen und angeblich auf der Seite von Juden sind, das glaube ich ja weniger, ne? Weil ich habe das anders erlebt. Und wenn ich die Macht hätte, das zu entscheiden, dann würden viele, viele, viele weinen. Viele würden Tränen fließen, weil sie würden wissen, mit dem Andi lässt sich nicht spaßen. Er kennt das. Und mein Bruder kennt das auch. Und
Da würden Köpfe rollen. Ne? Es ist gerade bei denen, die sagen, wir sind in Ordnung, wir mögen euch, das sind die meisten Luzifianer, die nicht einen mögen, ne? Aber sehr hinter Brücken das verstecken können. Deswegen da die direkten Leute, da kann man immer mit denen reden und einen Nenner finden. Aber die, die hinter Brücken das machen, das sind die Schlimmsten. Und da müsste man was ändern und deswegen neutral. Aufträge an chinesische Firmen. Chinesische Firmen sollen keine Aufträge für den Ausbau der Kommunikations. Okay. Ja, das ist immer so eine Sache. Die chinesischen Firmen sind schon komplett ausgebaut in Deutschland. Das verstehen viele nicht. Dass Deutschland hat den Zug verpasst. 1970 war ein Zug möglich, beziehungsweise schon 1966. Aber 1970, 70er Jahre fing es an. Helmut Schmidt hat dafür gekämpft. Dann kam irgendwann halt der blöde Helmut Kohl. Und Helmut Kohl, der hat andere Interessen verfolgt, weil der hat Gelder bekommen von den Luzifianern. Und die Luzifianer manipulieren Leute durch Medien, durch TV und Co. Und das ist leider passiert und das haben die Leute einen nicht geschnallt. Ich habe es schon als Baby geschnallt, aber naja, die Leute sind so, die wählen nicht die es begreifen. Und die wissen ganz genau, wie es ist. Ja, deswegen hat Helmut Schmidt versagt in dieser Hinsicht, weil er sich nicht durchsetzen konnte. Und ja, das können wir nicht mehr ändern. Wir brauchen keine Brandmauer für chinesische Firmen, sondern wir müssen erst einmal schauen, dass wir wieder zurückführen und selber Deutschland ein Land machen, Industrieland, was selber solche Sachen herstellen kann. Und Deutschland kann Netze ausbauen. Wir brauchen keine Infrastruktur von Chinesen. Aber oder allgemein mit Smartphones und so, aber da muss Deutschland erstmal hin. Wenn wir das jetzt machen, werden wir gefickt und daher würde ich sagen, erstmal, da muss man einen Plan besserer planen, deswegen neutral. Kirchensteuer. Okay, die Kirchensteuer betrifft mich jetzt nicht, ne? Als Jude zahlt man keine Kirchensteuer und auch Muslime zahlen keine Kirchensteuer. Aber trotzdem habe ich alles studiert, den Koran, die Evangelien, das Babykind, das Gugi, die Tora, den Talmud, Gugi, 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 Tütütüm, so rechnet, dass du sie nicht aussprechen kannst. Jetzt kommt der Pinguin in mir durch, ne? Ne? Und deswegen sage ich, ja, der Staat soll weiterhin für Religionsgemeinschaften Kirchensteuer einziehen. Also der Staat generell, der Vertrag, also Staatsvertrag, der muss aufgehoben werden und der muss bearbeitet werden, eher gesagt. Und da müsste man halt wirklich sagen, nein und auch nicht ja, sondern da heißt es neutral, weil wir müssen ja schauen, welche Möglichkeiten gibt es da überhaupt, was ist da eigentlich noch alte, was sind da für alte Regeln, wie kann man diese Regeln umändern, sodass es zu beiden Gunsten ist. Weil man muss ja auch sagen, viele wissen das nicht, weil sie sich befassen damit nicht, ich habe mich damit befasst. Jahrzehntelang und ich weiß, dass die Kirchensteuer auch für gute Zwecke eingewendet wird. Ne? Und bei den Christen ist es wirklich so, egal wie, die sind zwar immer noch irgendwelche, die sind immer noch kleine Babys und die sind ja unsere Geschwister auch, weil wir Juden machen immer so wie dieses Äffchen und diesen Emoji, dieses Emoji, dieses Äffchen, so, oi, 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 ne? Aber wir lieben unsere Geschwister sehr, unsere jüngeren Brüder und Schwestern, also die Christen, und sagen uns, meine Güte, wir müssen denen helfen, wir müssen sie in die richtige lenken. Ja, das ist ganz schlimm, weil die haben ja keine Wurzeln, ne? Die haben alles falsch verstanden, was Jeshua von Nazareth gesagt hat. Ja, wir können halt ein Video darüber machen. Schreibt es mal in die Kommentare rein, dann kann ich mal ein Video drüber machen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Da ist neutral und deswegen kann man das ausarbeiten. Ja, Verkauf von Cannabis. Der Konto Verkauf von Cannabis soll generell erlaubt sein. Da ist es ja tatsächlich so, ich halte nichts von Drogen. Habe ich auch nie gemacht. Jetzt ist Cannabis mittlerweile, wo dieses Video entstanden ist, eingeführt worden. Und ich halte immer noch nichts von Drogen, weil Drogen bei den meisten Menschen süchtig machen. Ich habe damals durch reinen Zufall, ich wusste, dass ich Drogen bekomme. Und vorher habe ich das nicht ernst genommen. War ein sehr cooler Kumpel, war der Heiko. Oder zumindest nannten wir ihn Heiko, den Drogendealer. Vielleicht war das nur sein Spitzname. Und der hatte tatsächlich
echte Cannabisblätter von damals, wo es total verboten war. Bei seiner Großmutter, richtig cool. Ich habe mehrere Male einatmen müssen, weil die haben mir nicht geglaubt, dass ich Resistenz dagegen bin. Also ich habe eine sehr hohe Resistenz. Manche sagen sogar immun gegen das. Ne? Also, und es war halt so, Cannabis damals mit der Shisha-Bar, kennt man ja diesen Pot oder wie man sich nennt, und dann nimmt man das ein. Und ich habe keine Ahnung, warum Heiko unbedingt 20 Gramm genommen hat. Waren es 10 Gramm, waren es 20 Gramm, es war sehr viel. Ich habe ihm gesagt, Alter, was machst du da? Und er sagte, du wirst heute flachgelegt von Pottrauchen. Ich habe mich nur gut daran erinnert. War ein cooler Typ. Und ganz lustig, und ich wusste ja, okay, immer noch nicht, was die damit bezwecken wollen. Und ja, es war ganz lustig. Und dann habe ich so, und siehst du schon irgendwas? Spinne in irgendetwas? Ne? Und dann nicht so, nö, mach noch mal. Und die hatten dann Angst, ne, um mich, gesagt, oh mein Gott, das ist der Neuling, ne? Sein erster Pott, nicht zu überstrapazieren und so lange Rede, kurz sind, so. Und das war wie im Film, alles leer, ne? Und die so, und? Du siehst bestimmt jetzt irgendwas, oder? Nope. Hat sich später herausgestellt, ich bin sehr resistent dagegen. Also ich habe sehr viel nehmen müssen, es ist nichts passiert. Vielleicht bin ich sogar immun. Ne? Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich halte nichts von Drogen. Aber man müsste das ausarbeiten, und daher bin ich weder dafür noch dagegen. Ich würde auf neutral tippen, weil wenn man das ausarbeitet, es gibt ja auch Studien, die belegen, dass wenn das verschrieben wird für Patienten, dass das auch wirklich Patienten helfen tut bei Schmerzen und anderen Sachen. Von daher bin ich da der Meinung, das müsste man eher ausarbeiten. Bin ich immer noch der Ansicht, auch wenn es jetzt mittlerweile legalisiert worden ist. Austritt aus der EU. Deutschland soll aus der Europäischen Union austreten. Ja, es ist nur so eine Sache, weil die Deutschen, die haben ja sehr viel Geld da reingesteckt, und die halten ja Europa komplett zusammen. Im Endeffekt ist es Geschichte, man muss das studiert haben. Mein Vater hat ja Politikwissenschaft studiert, mein Vater hat eine Ahnung von dem, ich habe das auch gelernt, also angefangen damals zu lernen, und es ist nicht so einfach. Man kann nicht Ja sagen und auch Nein gleichzeitig. Es ist komplex. Deutschland ist sehr wichtig. Europa braucht Deutschland. Außer die Gelder, die Deutschland, ne, Europa gibt. Fast über 10 Länder kriegen Geld von Deutschland und sogar mehr. Also Deutschland zahlt sehr viel. Andererseits denkt man, wenn Deutschland aussteigt, dass es den anderen Ländern besser geben wird, beziehungsweise Deutschland geht es vor allem dann besser. Ich glaube nicht, dass Deutschland besser gehen wird, weil es ist alles so kompliziert und die Leute sind auch korrupt ohne Ende. Und wenn da Geld wieder erbracht wird, wird es woanders wiederum verplempert. Ne? Wir haben eine korrupte Lobbyismus, wir haben korrupte Lobbyismus, also korrupte Regierung würde ich jetzt nicht so sagen, weil in der Regierung ist es sehr kompliziert. Es gibt Arschlöcher überall auf der Welt und gute Menschen, schlechte Menschen. Aber wir haben auf jeden Fall Probleme mit der Regierung, und wir müssten vieles, ja, vieles halt besprechen und Wege finden, wie man Deutschland entlasten kann. Und da ist das Europa nur auf Deutschland, ja, Frankreich und ein paar Länder eigentlich sind da inklusive mit drin, eigentlich eher Deutschland, so sehe ich das. Und Deutschland ist einfach überbelastet, ne? Und da müsste man das ausarbeiten. Ganz von Europa wegtreten, da müsste man auch fragen, die D-Mark war ja nicht mit der Bevölkerung eingestimmt worden, ne? Also die Bevölkerung, also die Bürgerinnen und Bürger wurden nicht dazu in Rate gezogen, das weiß ich ganz genau. Und daher könnte man sagen, okay, was bringt uns Europa, was bringt es nicht? Und dann halt eben neutral umwiegen, was kann man da alles so machen. Ich bleibe da überhaupt neutral. Frauen und Männer auf Landeslisten. Aha, interessant. Die Landeslisten der Parteien für die Wahlen zum Deutschen Bundestag sollen abwechselnd Frauen und Männern besetzt werden müssen.
Ja, also es gibt da, spricht da nichts dagegen. Ne? Man sagt ja immer das Patriarch, Patriarch, aber es gibt auch viele Frauen, die viele gute Ziele und viel gute, vernünftige Sachen gemacht haben. Ne? Nur Frauen in der Politik ist halt immer so eine Sache. Ne? Bis jetzt hat ja es nie so richtig stattgefunden in Deutschland, dass Frauen überhaupt so was zu sagen hatten, und wenn sie was zu sagen hatten, war es immer zu viel mit Gefühl oder es war nicht so perfekt, ne? Und man sagt, man sieht es ja auch bis jetzt, jede Frau, die jetzt an der Macht war, hat Deutschland in die Wand gefahren, Merkel sowieso. Das hat sie natürlich mit Absicht gemacht, aber es ist natürlich eine andere Geschichte. Und daher müsste man so schauen, man kann denjenigen an die Macht bringen und da Positionen besetzen mit Leuten, die wirklich vernünftig sind, weil zum Beispiel es gibt immer, es gab es immer in Politik, Frauen, die technisch sind. Das heißt, die ticken nicht so mit Gefühl. Und der Haken ist, das hat mir meine Tante früher immer gesagt, darüber gesagt, wo sie noch gelebt hatte, dass Frauen einfach Gefühlsmenschen sind. Und das ist von der Natur so gegeben. Und das ist mit Absicht gemacht von der Natur. Wir Juden wissen, warum das so ist. Und es ist gut so, dass es so ist. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass Frauen diese Gefühle haben. Manchmal auch, deswegen zum Beispiel, wenn Frauen schwanger sind, haben sie sehr viele Gefühle. Der Mann kommt damit gar nicht klar und muss wirklich sich dann abgrenzen, sonst wird er wahnsinnig. Ne? Die meisten Männer zumindest. Bei mir ist es anders. Ich bin immun dagegen, aber ich bin eine Anomalie. Ne? Aber generell, die Frau wirklich, die hat sehr viele Gefühle, wenn sie schwanger ist und da ist halt eben das Problem. Frauen in der Politik muss man wirklich schauen, dass man technische Frauen hat. Es gibt Frauen, die sehr, sehr intellektuell sind, auch technisch sind und mehr so mit dem Kopf statt mit dem Gefühl denken. Ne? Gibt's auch. Ne? Aber wir brauchen natürlich alles irgendwo. Ne? Eine Frau mit Gefühlen in der Familienpolitik wäre nicht schlecht, weil die würde sich dann stark machen für die Familienpolitik. Ne? Vor allem eine traditionelle Frau, konservative. Wäre das schon nicht schlecht. Also, was ist die Antwort von mir? Ja, also die Landesliste wird werden müssen, ja, aber man muss es anständig machen. Abrechnung über Fallpauschalen, okay. Stationäre Behandlungen im Krankenhaus sollen weiterhin über eine Fallpauschale abgerechnet werden. Ja, aber die muss optimiert werden. Ne? Die V-Pauschale, das ist zu wenig, die muss wirklich optimiert werden. Da muss man wiederum sagen, was können wir alles optimieren? Wie können wir das Ganze am besten gestalten? Und dann würde ich auch auf Stimme zumachen, ansonsten bleibe ich bei neutral. Steuer auf hohe Vermögen. Auf hohe Vermögen soll wieder eine Steuer erhoben werden. Genau, diese Steuer, die gab es ja früher. Und dann gab es halt die Luciferianer, ne, die im Hintergrund agiert haben und Politiker bewegt haben, diese dann abzuschaffen. Und dadurch ging Deutschland erst richtig bergab, weil die Vermögen, ne, gerade die hohen Vermögen, wenn jemand besteuert, hat jeder was davon. Ne? Nicht nur auf der Bundesebene, sondern auch komplett überall in jedem Bundesland, also jedem Land hat das Vorteile. Ne? Also auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn. Definitiv. Gesichtserkennung bei Videoüberwachung. Bei der Videoüberwachung öffentlicher Plätze soll Gesichtserkennungssoftware eingesetzt werden dürfen, jein. Es muss ausgearbeitet werden, von daher neutral. Es gibt so viele Faktoren, die ich jetzt sagen könnte. Wir gehen das mal schneller durch, damit wir eher fertig werden. Manche Sachen werde ich nicht viel erwähnen. Ne? Abonniert meinen Kanal, 1000 Abonnenten, dann kann ich mal ja, spezielle für jedes Thema ein Doku machen, also eine Doku erstellen, eine Doku-Reihe. Okay, Ehepaare ohne Kinder. Auch Ehepaare ohne Kinder sollen weiterhin steuerlich begünstigt werden. Ja, wenn ein Kinderwunsch da ist,
Und wenn er nicht da ist, dann in einem gewissen Maß, auf jeden Fall, weil man kann nicht von jedem verlangen, Kinder zu machen. Andererseits lebt die Welt und das ganze Universum auf Zuwachs von Kindern, das ist so. Ich würde mir jetzt selbst ein Bein schießen, weil ich habe keine Kinder. Also das heißt für mich, wenn ich jetzt schreibe, wenn ich jetzt hier auf Nein mache, dann schieße ich mir so richtig ins Bein. Und das wäre unlogisch und das würde kein Mensch tun, im ganzen Universum nicht. Aber weil ich verrückt bin und eine Anomalie und der One und Super Edition, mache ich tatsächlich auch ein Neutral. Beziehungsweise ich würde sogar so hart gehen, ich würde sagen Nein machen. Aber ich mache es neutral, weil ich sage Ausarbeiten. Ne? Aber selbst das würden die Leute nicht machen, die keine Kinder haben, weil dann würden sie sich ins Bein schießen. Die meisten machen immer auf Ja. Ja. Ökologische Landwirtschaft. Ökologische Landwirtschaft soll stärker gefördert werden als konventionelle Landwirtschaft. Ja, definitiv. Ich bin mit einem Bauern und Landwirt befreundet und ich weiß, dass das richtig ist, diese ökologische Landwirtschaft, und von da würde ich sagen, definitiv ja. Brauche ich nicht viel zu erklären. Und, ja. Okay. So, jetzt noch ein paar Themen. Islamische Verbände sollen als Religionsgemeinschaft staatlich anerkannt werden können. Nee. Ich habe so viele Aleviten gesprochen, gerade mit Aleviten über das Thema. Und das Problem ist einfach, dass die Religionsgemeinschaft anerkannt ist. Da müsste man wirklich sehr viele Sachen noch klären. Ja, und das ist momentan nicht gegeben. Und es ist momentan so wenig gegeben, von daher bleibe ich auch da neutral, weil wir einfach noch nichts gegeben haben. Was bringt das? Welche Vorteile, welche Nachteile gibt es? Also Pro-Punkte, Kontrapunkte. Und die sind kaum, sehe ich die irgendwo ausgearbeitet. Ne? Lösungen und so weiter und so fort. Von daher neutral. Der staatliche festgelegte Preis für den Ausstoß von CO2 beim Heizen und Autofahren soll stärker steigen als geplant. Ja, das ist immer so eine Sache. Bringt das was, wenn er steigt für die Leute, die kein Geld haben? Das ist das Problem. Das ist nicht, es ist halt immer so eine Sache, bei den Leuten, die kein Geld haben, müsste das geregelt werden, so dass die sich das auch leisten können, und bei den Leuten, die Kohle haben, die richtig ihre Macht missbrauchen, weil sie Geld haben, da müsste der Preis sicherlich bei denen ansteigen. Von daher sage ich, neutral müsste man ausarbeiten. Die Schuldenbremse im Grundgesetz soll beibehalten werden. Auch da bin ich neutral, weil die muss ausgearbeitet werden. So ausgearbeitet, dass man die Möglichkeit hat, die Schuldengrenze drüber zu gehen, wenn es nicht anders geht, wenn man alles besprochen hat, alle Möglichkeiten haben und ausgearbeitet, und die Parteien haben gemerkt, sie müssen jetzt sich verschulden, weil nur so dementsprechend würde man die Leute retten können, wie Flutopfer oder wie jetzt Inflation, ne? Betriebe retten, kleine Betriebe, pipapo, ne, deswegen bin ich da erstmal neutral. Ja, das muss ausgearbeitet werden. Asyl nur für politische Verfolgte. Asyl soll weiterhin nur politisch Verfolgten gewährt werden. Ja, also ich bin ja mit meinen Eltern vom Kommunismus nach Deutschland geflohen worden. Also wir waren politisch Verfolgte. Wir wurden es im Endeffekt dann, weil wenn du 1988 dann zurückgegangen wärst oder vertrieben wärst, dann hast du keine Eltern mehr. Ne? Die haben knallhart die Leute gekillt, also getötet. Das können sich die Leute nicht vorstellen. Aber wenn du ein Verräter warst im Kommunismus, in Polen,
dann gibt es keine Eltern mehr. Dann bist du Waisenkind, dann ist vorbei. Die kommen nie wieder. Ich habe Berichte gelesen, nicht nur, ich habe Leute gekannt, die mir alles erklärt haben, wie es war, die das alles erlebt haben. Und meine Eltern haben auch Kommunismus erlebt und sagen, da gibt es kein Zurück mehr. Ne? Das können sich viele Leute einfach nicht vorstellen vom Westen, aber da muss man sagen, definitiv stimme ich zu, da gibt es keine Frage. Aber da muss mehr ausgearbeitet werden mit Nachweisen und Papiere. Wenn jemand keine Papiere hat und die einfach wegwerfen tut, dann sorry, ne? Wenn du hast eine gewisse Zeit, Papiere zu besorgen, ein Jahr. Und wenn du das nicht schaffst, innerhalb von maximal 2 Jahren, maximal, dann go fuck yourself, wie Elon Musk immer sagt, ne? Herr Jung, des Mindestlohns. Der gesetzliche Mindestlohn soll spätestens im Jahr 2022 auch mindestens 12 Euro erhöht werden. Ganz klar, da bin ich auch dafür. Aber 12 Euro ist meiner Meinung nach immer noch zu wenig. Mindestlohn sollte 16 Euro sein. Und das hätten sie schon damals so machen sollen. Dann würde das ein bisschen mehr den Betrieben wehtun, die sowieso Leute ausbeuten. So, kommen wir zum Schluss. Der Flugverkehr soll höher besteuert werden. Der Flugverkehr soll nicht höher besteuert werden, meiner Meinung nach, sondern er soll ausgearbeitet werden. Das heißt, wir können nicht Stimme zumachen, aber auch nicht Stimme nicht zu, weil ich sehe mir das immer an, eine Politik, und es ist einfach noch nie, ja, meiner Meinung nach ist nicht ausgearbeitet und auch meine Auffassung. Da müssen wir das ausarbeiten und schauen, wo können wir Steuern ansetzen und wo wäre es einfach zu hoch. Ne? Weil wir wollen ja nicht die Leute belasten. Und daher neutral. So, jetzt kommen wir zum Homeoffice. Unternehmen sollen selbst entscheiden, ob sie ihren Beschäftigten das Arbeiten im Homeoffice erlauben. Nee, das ist auch nicht richtig. Diese Entscheidung sollte Möglichkeit geben, und zwar die Option von, ja, von einer gesetzlichen Möglichkeit, wo man sagt, ist dieser Job im Homeoffice möglich, genauso wie im Betrieb? Und wenn ja, dann soll es gegeben werden. Und wenn nein, dann ist es halt nicht möglich. Aber da müsste man schauen, kann man denjenigen dafür qualifizieren? Homeoffice ist im Büro arbeiten. Können wir Büroarbeiten da machen? Wie arbeitet das Team zusammen, wenn es zu Hause ist? Können wir Konferenzen machen? Ist es kostengünstiger? Ist es möglich, einen Menschen selbstständig arbeiten zu lassen, wenn man die Software hat, wenn er sich einloggen muss, wie beim Callcenter Telesales-Bereich, wo ich war früher, oder auch im Kundenservice war ich früher. Ist es möglich, das zu tun? So, das ist A und O. Wir brauchen klare Regeln für Homeoffice, und die sollen so ausgearbeitet sein, dass der Mitarbeiter zwar das machen kann, aber nicht diese Ausrede hat, jetzt, ne, schalte ich den Rechner ab, tue so, als würde ich Homeoffice weiter machen, aber mache ich nicht. Ne? Also da sollte schon ein beständiges, ein vernünftiger Weg gefunden werden mit Homeoffice, wo halt wirklich beide Seiten zufrieden sind und wo einfach beide Seiten davon profitieren. Nicht nur die eine Seite, ne? Nicht nur der Arbeitgeber, aber auch nicht nur der Arbeitnehmer. Es müssen beide Seiten sich einigen und sagen, okay, das und das bekomme ich, ne? Weil meistens muss man sich selber Sachen kaufen und dann nein, sagt man, komm, deinen Rechner nehmen wir nicht, weil dein Rechner hat andere Sachen. Wer weiß, was da alles drauf ist, ist auch privat. Sondern wir geben dir einen Laptop mit oder ein iPad, whatever, was halt die Firma halt nehmen tut, was sie damit, mit welchem Produkt sie arbeitet. Und dann muss man dementsprechend ihn einschulen. Und ja, das, ich sag mal, neutral, da müsste man einiges ausarbeiten. Okay.
Jetzt sind wir fertig schon mal und wir sehen uns gleich in Part, ich würde mal sagen, Part 3. Und da sind wir wieder, und zwar haben wir schon mal diese Gewichtung mit Thesen. Wir sind da fertig und wie links sind wir, ist eine gute Frage. Ob man das uns beantworten kann, weiß ich nicht. Aber wir gehen jetzt mal auf weiter zur Auswahl der Parteien. So, und ja. Jetzt haben wir Auswahl der Parteien, ne? Mit welchen Parteien möchten Sie Ihre Standpunkte vergleichen? Durch Anklicken der Logos können Sie die Parteien die Auswahl aufnehmen oder diese entfernen. So, Parteien, die zurzeit in einer Funktion im Bundestag vertreten sind. Das ist natürlich wichtig, dass, und das verstehe ich auch nicht, warum die Leute die anderen Parteien nehmen. Das ist totaler Quatsch, andere Parteien hier zu nehmen, weil die bringen sowieso nichts. Wenn du das wählst, kommen die sowieso nicht rein. Ne? Du musst halt das nehmen, was halt die Mehrheit ist. Und die Mehrheit ist bei den Parteien gar nicht gegeben. So. Wir schauen wir mal, wenn wir jetzt die Hauptparteien auswählen, wie das jetzt aussieht, welche Hauptparteien vertreten unsere Punkte. Von daher wähle ich mal die CDU, die SPD, die AfD, die Freie Demokraten, die Linke und die Grüne. Ich habe gehört, auch Freie Wähler sollte man wählen können, weil die auch sehr viel haben, Prozente, wobei, ne. Ich wähle die NPD trotzdem mal, spaßhalber, ne. Ich war mal mit meiner Kipper bei denen, die fanden das ganz lustig, ne. Die haben gesagt, was für ein verrückter Jude ist das denn? Ne? War so lustig, ja. Ihr wollt mich nicht umbringen, oder? Ne. bist verrückt. Kommt schon! Ich hab so Todeswunsch, ne? Ja, meine Lieben, das ist das Ergebnis, das Endergebnis. Das ist echt krass. Das hatte ich nicht erwartet, dass sich so in 4 Jahren ändert. 2021 noch AfD gewählt. 2024 stehen wir bei der SPD, wie mein Onkel, ne, bei der SPD war, das kleine Abgeordnete, also ja, immer SPD auch gewählt, immer SPD gewesen, soweit ich weiß, und dann irgendwann man halt zur AfD hin. Aber ganz ehrlich, mittlerweile, ich sag's ja, wie es ist, wird's dann wieder mal die SPD, es sei denn, die AfD tut einige Punkte ändern und das werden die nicht machen, weil dann brauchen die mich dafür. Ja, ich sag's mal wieder, die AfD braucht mich zum Pressesprecher, Super Edition, Bundespräsident, super, 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 so mächtig, dass man sich aussprechen kann. Ne, der Pinguin kommt wieder mehr durch und von daher. So, ja, die AfD, die muss viel, 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 ne? Ändern. Viel, viel ändern. Mit mir ist es möglich. Bis heute keine Antwort von Herrn Höckes Büro für Interview, ne? Hat er bald sein, ja, am 18.04. glaube ich, seinen Gerichtsprozess. Und ja, man muss mit Leuten reden. Demokratie ist reden. Ja. Denke ich, also, die Frau hat mich halt angespuckt, du scheiß Jude, hat sie gesagt damals. Was willst du hier? Was suchst du hier? Vergasen sollte man dich. Herr Hitler, Satan. Da, 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 da. Ah, ne, so ungefähr. Das pure Böse. Und ich habe halt mit ihr ein bisschen dann später diskutiert, geredet. Am Anfang war es nicht möglich. Da wollte sie mich umbringen. Aber danach habe ich mit ihr diskutiert. Und dann meinte sie, ja, ihr Juden, hat sie gesagt, habt uns Christen, unseren Jesus weggenommen. Und ich so, aha, okay, ne. Und dann musste ich halt mir erstmal viele Punkte an mir angehört. Ne? Das ist halt immer so. Ne? Mein Kumpel kann mir bestätigen, dass ich immer meistens nur zuhöre und gar nicht viel rede. Das wusste ich nicht, wenn es die Kumpels bestätigen oder Freunde sogar, dass das so ist. Aber ja. Und dann habe ich zugehört, zugehört und ich so, und was soll ich jetzt für sie tun? Und dann hat die gemeint, war eine evangelische Christin, und hat sie gemeint, ja, warum gibt's dich nicht, warum hast du nicht die Allmacht, warum befördert dich nicht der Oberrabbiner zum Superrabbiner und dann tust du halt die Welt verändern. Ich so, ja, wie soll ich das denn machen? Ich bin eine Anomalie. Ich meine, ich würde das gerne machen und mit euch Christen einen Dialog führen und so, aber pff, mich lädt ja keiner ein.
die Leute sind so drauf wie sie jetzt, die lieber auf mich spucken, ne, als mich einzuladen. Ja, die sich vorher entschuldigt, ja, warum muss ich doch nicht entschuldigen? Ich habe ihnen vergeben, bevor sie geboren sind. Ja, wie kannst du das sagen? Ja, weil ich erst geboren bin. Stehen sie nicht, die haben sie gefunden, ne? Ricola, ne? Ja, du machst dich luchzig über uns, ne? Ich bin so. Ich hab doch meine Nahtoderfahrung gehabt. Ach, oh, du bist gestorben, ja, wieder zurückgekehrt. Ah, oh, so, okay, ja. Ja, wenn man dich besser kennt, meinte die am Ende so, wenn man dich besser kennt, du weißt, man ist wirklich ein super Jedi und so. Aber du spielst nicht in der Norm der Jedi, ich so. Nee. Ja. Ich meine, ganz ehrlich, der Joshua von Nazareth ist ja für den Weg gestorben, für den ideal jüdischen Weg, okay? Das haben die Leute nicht begriffen, dass er nicht für die Sünden gestorben ist. Aber das ist wiederum ein anderes Thema. Ja, hätte ich wirklich nicht gedacht. Da bin ich echt erstaunt. AfD ganz unten. SPD. Ja. Das war wohl immer und wird immer so sein. Einmal SPD, immer SPD, ne? Lieber als AfD-Team. Hält mich, bringt mich zum Super Edition. Und dann werdet ihr nach oben kommen. Aber ansonsten 2025... Ich sag alle mein Fazit, macht euch keine Gedanken über AfD, die AfD wird nicht an die Macht kommen, never ever, vielleicht in 3 Bundesländern, das war's, aber nicht in ganz Deutschland. Ist die AfD rechts? Nö. Ist die, also ganz ehrlich Leute, selbst die NPD hat 59,2 Punkte, okay? Und wenn das so ist, wie der Wahlautomat sagt, dann ist der Wahlautomat entweder geisteskrank oder ist geisteskrank programmiert von geistesgestörten Leuten, die zu viel Cannabis geraucht haben, inhaliert haben, also geraucht haben. Ich weiß nicht, wie das andere Fachwort nennt, aber wer es weiß, schreibt es in die Kommentare rein. Also entweder sind total blabla oder die Welt ist blabla geworden, also Bluna geworden, zu viel Bluna und merkt gar nicht, dass die eigentlich alle die gleichen Punkte haben. Ne? Weil das ist, schaut euch mal das an, die Grünen, die der Partei, die Freien Wähler, die Linke, die NPD, ne? Das alles sind gleiche Themen. Das heißt, diese ganzen Parteien, die sind links. Ist kein Witz, die sind links, das sind linke Punkte, link geht nicht mehr. Also wirklich Linkspunkte. Und auch hier, diese ganzen Leute sind immer noch links. Ne? Und selbst die CDU, die CSU, die ist links. Die einzige Partei, die wirklich eine Alternative ist für Deutschland, in dem Sinne für Konservative, dass sie die konservativen Werte wieder zurückbringen, das ist die AfD. Na, dann mal die ÖDP, weil das ist, was sind das? Das sind kaum Prozentunterschiede, ne? Also wirklich, die FDP auch nicht. Also ihr müsst da senken, so, muss schon einen Unterschied geben und ich bin super links. Ja. Und wenn ein super Linker wie ich die AfD wählt, dann muss irgendwas schief laufen. Wenn die NPD auch links ist, dann muss irgendwas schief gelaufen sein. Ne? So Leute, abonniert meinen Kanal, liked meine Videos, ich halte es nicht lange, weil das bringt ja nichts. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal und ja, das war der letzte Part erstmal. Und ja, schreibt es in die Kommentare, welche Themen ich sonst noch machen soll, ne? Mir gehen langsam die Ideen aus, ne? Aber schreibt's rein. Ciao, bis zum nächsten Mal.